Guten Abend. An der Nordsee zogen heute nach einigen Sonnenstrahlen am Morgen dann doch recht schnell neue Schauer und einzelne Gewitter durch. Im Südwesten, da dauerte es ein bisschen länger, bevor es Regen gab. Aber auch hier waren heute dicke Quellwolken unterwegs. In der Nacht an den Küsten nochmal Schauer. Ansonsten klingen sie ab oder ziehen weiter. Dann lockert es auf bei Tiefstwerten zwischen 16 und 8 Grad. Im Südosten morgen Vormittag oftmals heiter oder sogar sonnig. Ansonsten ist es eher bewölkt im Nordwesten. Da sind die Wolken am dicksten und hier gibt es auch einzelne Schauer, die von Westen her dann zahlreicher werden. Am Nachmittag ist demnach also keine Besserung in Sicht. Es bilden sich weitere Quellwolken. Vor allem im Westen und Nordwesten gibt es dann auch Schauer und Gewitter, die lokal auch mal kräftiger ausfallen können. Im Südosten hingegen, da bleibt es weiterhin recht schön. Die Temperaturen maximal zwischen 18 Grad in der Eifel und 25 Grad im Osten. Ja, und am Dienstag, da rumpelt es dann besonders in der Nordhälfte ordentlich. Hier gibt es kräftige Gewitter, die auf ihrem Weg nach Osten lokal auch Starkregen bringen. Mehr dazu jederzeit auf Wetter.com. Im Süden wird es richtig schön warm mit bis zu 27 Grad. Ab Mittwoch beruhigt sich das Wetter wieder, sodass der Donnerstag zumindest überall mal trocken ausfällt. Aber der Freitag hat dann schon wieder kräftige Gewitter im Gepäck.